Was hat er denn? Da ist er. Ich habe kein Speer ausgerüstet. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ark Extinction. Es begrüßt euch Milena. Wuhu! So, ich stehe hier im Busch aus keinem bestimmten Grund. Also, ich bin immer noch hier. Da, wo ich zuletzt die Strohhütte habe angefangen zu bauen, die ist jetzt nicht mehr da, weil, also so sah die ursprünglich mal aus. Ja, mir ist aufgefallen, ich habe mich überhaupt gar nicht gelevelt und deswegen habe ich mir direkt die Holzfundamente freigeschaltet und habe mir da oben das Haus angefangen zu bauen. Ja, darf ich vorstellen, das ist Schnarchi. Oh, schon wieder. Ja, also das passiert wohl doch häufiger am Tag, dieser Meteoriteneinschlag. Allerdings beschränkt sich das wohl auf ein anderes Gebiet, also bislang ist hier nichts eingeschlagen. Also wie dem auch sei, Schnarchi heißt Schnarchi, weil, deswegen. Genau, den habe ich mir eigentlich nur gezähmt, weil ich dachte, der könnte ein bisschen was tragen. Kann er leider nicht. Ich habe mir nämlich zum Holz transportieren ein Tech Parasaurier besorgt. Der war echt cool. Techy war das. So sah der aus. Ja, allerdings, was soll ich euch sagen? Da kam dann eben eine Titanobohr vorbeigeschlichen und dann war es auch schon vorbei mit ihm. Also, ich brauche jetzt noch eben ein Ansaugrohr. Und dann kann es ja eigentlich auch schon losgehen. Ich habe mir 4 Beete gemacht. Oh, wisst ihr was? Eigentlich muss ich eben schnell doch mal den Schmelzofen platzieren. Das habe ich jetzt total vergessen. Denn da können dann schon mal die Metallbarren geschmolzen werden. Moment. Also es ist so eine kleine Base jetzt erstmal. Weil die Aussicht nämlich hier so cool war, hatte ich jetzt keine Lust, das alles zuzubauen. Habe das alles so ein bisschen offen gestaltet. Okay, also wir brauchen Holz, Metall. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Aber es reicht noch. Perfekt. So, genau, das schmeiße ich dann schon mal an, wenn ich schon mal hier bin. Ach, ich wollte das alles nicht zubauen. Das sieht einfach irgendwie zu genial aus. Also auch wirklich in alle Richtungen. Eine Räucherkammer habe ich mittlerweile. Da unten ist Tech runtergestürzt, Techy. Leider. Okay. So, warum die hier stehen, das erzähle ich euch auch noch bei Gelegenheit. Aber ouch. Jetzt erstmal zu den Beeten. Ich will mich ein bisschen beeilen, weil ich hätte jetzt gerne die Armbrust, wenn das reicht, wenn das irgendwie alles hinhaut. Und würde gerne ein bisschen weiter erkunden gehen. Problem ist ja an der ganzen Sache, dass ich auch irgendwas brauche, was mich beschützen kann. Und da fällt mir jetzt erstmal leider nur der Trike ein. Weil dieser halt auch einfach gut ein bisschen was wegboxen kann. So. Okay, so müsste das doch eigentlich funktionieren. Hier lang. Ein Beet habe ich noch. Ja, okay, dieses Beet, das schließe ich dann wahrscheinlich später an. Aber platzieren kann ich das ja schon mal. Was haben wir denn noch da?
Warte mal, reicht das schon? Oh ja, das reicht sogar schon fürs Erste. Aber ich glaube, hier soll noch einer runtergehen. Das sieht einfach irgendwie cooler aus. Oh ja. Okay. Dann habe ich jetzt hier schon mal die Truhe mitgebracht. Die platziere ich auch noch eben hier. Und dann kann ich ja mal eben kurz gucken gehen, wie weit der Schmelzofen oben schon ist. So, hier können ein paar Karotten rein. Hier ein paar Zitronen. Und für alles andere habe ich jetzt noch keinen Dünger oder weiteren Kot. Also erstmal alles hier rein. Zack, zack, zack. Okay. Oh, ein bisschen Narkosemittel habe ich noch. Und ein paar Pfeile zu wenig, wenn ich das hier richtig sehe. Okay, das muss ich jetzt auf jeden Fall noch holen gehen. So, und dann ist auf jeden Fall der Trike dran. Denn den Sattel kann ich mir nämlich schon herstellen. Der Pteranodon-Sattel, der ist erst ab Stufe 38. Und ich habe mich echt krass gelevelt. Also, aber jetzt die nächsten 8 Stufen, das wäre schon cool, wenn ich nebenbei noch andere Materialien wie Leder und sowas sammeln könnte. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, ob das hier wirklich klappt. Man hier tatsächlich mit der Lederrüstung auch wirklich rumlaufen kann, muss ich ehrlich gestehen. Weil nämlich das auch schon so ziemlich heiß ist. Also tagsüber zumindest. Oh, ist das der Ofen oder geht es draußen schon wieder ab? Oh, draußen geht es schon wieder ab. Alles klar. Ah, cool, der ist ziemlich schnell. Das heißt, ich kann das eigentlich auch direkt platzieren. Ja, cool. Okay, dann mal rein damit. So, entfernt. Ich brauche noch 2 Metallbarren und Fasern. Das kriegen wir hin. Das habe ich natürlich auch schon alles gesammelt. Also das ist das Einzige, wozu Techie wirklich gut war. Ich bin mit ihm die ganze Zeit hin und her und habe den ganzen Kram hier eingesammelt. Okay, 2 Barren müssen auch fertig sein. Oh yes! Zack, da haben wir die Armbrust. Ich will mal eben gucken, während die da noch hergestellt. Ah, hier habe ich noch Narkosemittel, das ist auch fein. Habe ich noch irgendwo Pfeile? Nee, aber ich glaube, das müsste reichen. Also beim Trike ist es so, man darf den nicht am Kopf treffen. Oder, also man kann schon, aber dann braucht man wesentlich mehr Pfeile. Man sollte den schon an den weichen Stellen treffen. Aber erstmal müssen wir den wiederfinden. Also ich habe mir schon einen ausgeguckt. Allerdings, ja. Ist natürlich dann auch noch die Frage, ob ich den überhaupt gezähmt bekomme. So, können wir das noch anlassen oder ist... Okay, das können wir schon ausmachen. Also eigentlich war mein Plan, deswegen stehen diese Holzpfeiler hier, das kann ich euch ja eben nochmal sagen, den hier hinzulocken, dann hier hochzuklettern und dann mit der Armbrust den hier so zu betäuben, ist vermutlich auch eine gute Idee. Aber ohne anderes Reittier bin ich einfach zu langsam. Und das ist hundertprozentig so. Deswegen muss ich das anders machen. Ui, ein Tapiara. Wow, der so weit unten hier. Oh, den müsste ich eigentlich probieren zu holen, aber... Ich glaube, der Sattel, der ist erst ab Stufe... Ich weiß nicht, 60? Heiliges Blechle. Wow, sieht ja toll aus. Okay, aber wir sind jetzt erstmal da unten runter unterwegs. Auf die Straße. Hier habe ich mir nämlich den Techie auch geholt. Ja, jetzt lädt das ein bisschen, da kann das wieder ein bisschen ruckeln. Also bislang ist mir da sonst nichts weiter aufgefallen, was das Ruckeln angeht. Es ist irgendwie jedes Mal, wenn ich in ein etwas volleres Gebiet komme. Wo ist er denn? Da ist er. Ich habe kein Speer ausgerüstet. Allein schon au, au, au. Ich hätte noch nie so was getan.
ein Dilophosaurus. In den letzten Folgen habe ich die ganze Zeit... Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ey, lass das sein. Du Katzbrocken. Oh, 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 oh. Hi. 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 Okay, ja, chill mal. Deine Base. Was ist denn hier los, Leute? Ja, danke. Das war ja eine nette Begrüßung. Gib mal erstmal dein Leder her. Das habe ich mir ja wohl jetzt verdient. Das ist der andere Kotzbrocken. Toll, jetzt sind hier zwei Strikes. Ach nö, jetzt ist der weg. Das ist ja wohl jetzt eine... Da hinten ist noch einer. Das ist jetzt aber nicht schön. Ich brauche unbedingt die Pika, also als nächstes auf jeden Fall Metall sammeln angesagt. Oh, ja, ich habe den zu oft getroffen, wahrscheinlich bei dem anderen genauso gewesen. Okay, wie mache ich das jetzt? Oh, jetzt ist er ganz weit weg, vielleicht könnte ich... Also es ist wirklich so, man muss den hier an den weichen Stellen treffen. Ich wollte mich eigentlich irgendwo auf dem Stein retten, aber hier sind keine Steine. Heißt also, ich nehme die Brücke. Und zögere am besten nicht. Ach, das ist blöd. Wie soll ich den denn jetzt noch... Ah, das ist ja praktisch. Ah, das ist ja überaus praktisch. Los, ab in den Popo. Oh nein, der zweite kommt auch. Komm, fall um. Oh, oh. Ja, dann betäube ich dich halt einfach direkt mit, würde ich sagen, oder? Hä? Vielleicht kann ich ja dann schon Eier machen. Also ich meine, hä, warum nicht, oder? Nein, 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 den Körper, den Körper, den Körper. Oh, yes. Ja, das war doch überaus ergiebig. Also wenn mich jetzt nichts frisst. Oder die beiden. Ich hab doch gar keine Beeren. Oh, oh. Also der rote sieht auf jeden Fall richtig cool aus. So, ich muss auf jeden Fall Beeren sammeln. Ja, ich gehe natürlich wieder los, ohne dass ich irgendwas dabei habe. War ja auch irgendwie klar. Aber bei den beiden, das schneide ich dann einfach gleich zusammen. Und ich gehe dann hoffentlich mit beiden zurück. Oh, hi. Wer bist du denn? Eine kleine Liz. Okay. Mal eben gucken, was das für eine Ausbeute ist. Das ist ein weiblicher Trike. Das ist ja cool. Der Stufe 11 und du bist auch ein Weibchen. Ach, schade. Naja, gut. Der hätte mich ja eh angegriffen, also. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn die beiden gezähmt sind. So. Auch Red ist gezähmt. Yay, wie cool. Und Red ist sogar Stufe 32. Wow, das gab 10 Punkte. Das ist natürlich richtig cool. Ja, Ladies. Ladies. Ich würde sagen, ab in die Base. Also ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt doch vielleicht mir noch ein Männchen hole, weil da hinten vor allen Dingen einer rumrennt. Aber ich glaube, das ist nicht nötig. Und wenn doch, dann müssen wir uns den sowieso... Ei, guck mal, da geht ein Dodo spazieren. Ich wollte hier auch mal rein. Beam me up, Scotty. Irgendwie so ein bisschen, oder? Das sieht schon irgendwie cool aus. Okay, okay. Also, ich würde mal sagen, zack, direkt den Sattel. Dann Metallfarmen gehen. Das mache ich jetzt auf jeden Fall auch mit Trike. Mit Red am besten. Obwohl, das kann ich eigentlich jetzt auch schon auf dem Rückweg machen. Das mache ich mal im Vorspulmodus. Nee. Quatsch, erzähle ich da. Das mache ich natürlich nicht im Vorspulmodus und das mache ich auch nicht jetzt. Denn ich werde mir erstmal die Spitzhacke aus den letzten Baren herstellen. Oh, ein Galilimus. Aber den brauche ich jetzt nicht. Also der ist zwar schnell, mit dem könnte ich abhauen. Seid ihr beide am Start? Ich muss noch mal eben gucken, wie der heißt. Ah, ich habe die Namen gar nicht an. Ja, da kann ich ja noch lange schauen. Ihr seid ganz schön langsam.
wenn ich das mal so sagen darf. Los, kommt ran da. Ran, 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 ran. Nein, 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 nein. Ja, ja, das ist okay. Ja, das habe ich nämlich schon befürchtet. Also komm, schwingen jetzt deinen Hintern. Ah, das ist super. Da können die auch schon stehen bleiben. Danke. Und danke. Und dann würde ich sagen, ich stelle die mal auf neutral, solange die beiden hier sind. Ach, seid ihr nicht wundervoll? So, kurz vorgespeichern. Okay, also, dann wollen wir mal eben die Spitzhacke organisieren. Wenn das jetzt alles schon so wunderbar geklappt hat. Einen Metallbarren brauche ich noch. Okay, wo ist es denn? Was habe ich denn? Ach, habe ich das komplett verbraucht? Oh, okay. Das heißt, ich brauche hier dann doch noch ein bisschen Metall. Ich brauche 4 Mal, glaube ich. Ich werde mal eben kurz gucken. Ich baue einfach so lange Stein ab, bis mir da was zwischen die Finger kommt. Also ich brauche, glaube ich, 2 Barren. Das will ich nicht abbauen, denn da kriege ich gleich hoffentlich richtig viel Metall. Deswegen will ich ja die Spitzhacke zuerst. So, einer noch. Komm schon, komm schon. Komm schon. Ach, come on. Gleich kann sie sich nicht mehr bewegen. Ach, okay. Da ist es. Also das Plätzchen hier ist doch wirklich ganz nett eigentlich, oder? Mal gucken, ob ich die Pfeiler denn hier lasse. Eigentlich sind die ganz cool, weil man kann hier echt immer abhauen. Und das Haus wird nicht beschädigt. Allerdings auch nur von der einen Seite. Und richtig schön sieht es natürlich auch nicht aus. Aber so ist das halt. So, schmeiß mal an. Kann ich eben mal gucken. Okay, ich hätte eh nur einen gebraucht. Also einen für die Spitzhacke und 8 für die... Also okay, das ist... Naja, gut, okay, okay. Was brauche ich denn für den Schweigsattel noch? Wahrscheinlich fehlt mir unendlich Leder. Oh, es ist in der Tat so. Aber dann muss ich mit den beiden losgehen. Ich würde sagen, das mache ich auch direkt im Anschluss. Und dann wird auf jeden Fall Leder gesammelt. Das bisschen, was ich nämlich hier habe. Das ist noch nicht wirklich richtig viel. Ich muss mir jetzt angewöhnen, das alles in die Werkbank am besten gleich zu schmeißen, denn da brauche ich jetzt eh den ganzen Stuff. Wie viele Pfeile habe ich noch? 14. Das ist nicht besonders viel. Ich glaube, ich crafte mir in der Zeit noch ein paar Pfeile. Dafür brauche ich das. Ja, 30 sind okay. So, genau. Was hätten wir denn dann noch? Ja, fliegen kann ich halt jetzt noch nicht. Ich habe mich zwar schon echt krass gelevelt, aber das wird noch ein bisschen dauern. Und ich brauche auf jeden Fall Leder und ja, halt einfach auch alles andere. Perfekt. Und ja, der Trike, das ist jetzt natürlich ziemlich perfekt, dass der jetzt am Start ist. Aber erstmal wird jetzt Metall besorgt. Die Spitzhacke kommt raus. Okay. Jo, Moment, wie, wo, was? Prost Mahlzeit, meine ich. Das muss ich mitnehmen. Ich habe zwar noch keinen Komposthaufen, aber das können wir ja als nächstes mal in Angriff nehmen. Oh yes. Gucken, wie viel sie mitbekommt. Oh, ich verhungere gleich. Oh, ein bisschen geht noch, oder? Okay, das ist cool. Das ist richtig. Ja, gut, okay. Was, wie, wo, wer? Ich muss das alles direkt einsammeln. Hallo, mein Garten braucht noch hier. Moment.
Ja, ist wichtig. Noch einer? Oh ja, da. Moment. Moment. Ah ja. Ja, das ist auch wichtig hier. Das brauche ich auf jeden Fall, das Zeug. Schmeiße ich direkt mal hier mit rein. Ein hier und ein da. Okay, und dann geht's wieder zurück. Metall schmelzen. Ja, perfekt. Okay, also diese zwei Metallvorkommen hier, die sind richtig cool. Ich werde mal. Oh, der ist übrig geblieben. Okay. Fleisch packe ich mal eben weg. Habe ich noch genug Fleisch dabei? Oh, die ist ganz schön gefräßig hier. Gefräßiges kleines Etwas. So, und dann würde ich sagen, während das da verarbeitet wird. Nee. Ich warte jetzt, bis wir 8 Bahren haben. So machen wir das. Denn das Leder bekomme ich ja mit der Axt. Das heißt, wenn ich eine vernünftige Axt habe, bekomme ich da auch mehr, ne? Also, bis gleich. Okay. Also. Oh, jetzt habe ich das Leder wieder rausgenommen. Ich habe doch noch ein bisschen länger gewartet. Denn ich glaube, so ganz ohne Pike auf Ledersuche gehen, das ist, glaube ich, keine so gute Idee. Mit diesen Holzspänen. Und deswegen habe ich einfach mal ein bisschen länger hier gestanden. Habt ihr ja eh nichts von mitbekommen. Hab jetzt alles, was ich brauche. Vor allen Dingen das gute Stück hier. Dann würde ich sagen, Lady in Red. Komm, wir gehen. Greife dein Ziel an, ist schon perfekt und sie kann sich einmal leveln. Ich weiß nicht, ich. Uiuiui, Vorsicht. Latsch mich nicht kaputt. So. Oh ja, das hast du sehr elegant gelöst. So, Fräulein. Ich glaube, wir können eigentlich hier hoch. Ups, das war die falsche Taste. Okay, also da vorne ist das Zentrum. Das sieht aus. Hier bin ich irgendwo beim letzten Mal, ich glaube das dritte Mal bin ich hier von euch gegangen. Oh, hier geht schon wieder irgendwo ab. Ja, da. Also da will ich auf jeden Fall, sobald ich fliegen kann, muss ich da mal zumindest ein Stückchen hin, weil das interessiert mich ja mal. Das sieht ja fast so aus, als wenn diese Meteoriten nur auf diese Kuppel, die da um irgendwas sind. Aber das werden wir uns dann später nochmal angucken. Erstmal geht's hier rein. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Das sieht mir hier ziemlich sumpfig aus. Das heißt, da lauern wahrscheinlich auch viele von den Sumpfviechern, also Schlangen und Sarkus vielleicht und Caprosuchus und sowas alles. Aber ich hoffe mal, wir zwei, wir kriegen das hin. Ich brauche ja eigentlich nur noch. Oh, habe ich das Leder jetzt mitgenommen? Oh Gott sei Dank. Ach nee, habe ich denn alles andere auch mitgenommen? Oh, du bist ja wohl der Oberknaller. Ja, geht ja schon mal gut los. Ich wollte eigentlich. Oh, ich glaube, ich habe schon genug Leder jetzt. Ha, das war ja. Du bist ja ein Träumchen. Aber mir fehlt wahrscheinlich was anderes. Das wollte ich eigentlich gerade gucken. Ja, was ist es? Zeig es mir. Was ist es? Was fehlt mir? Warum steht es da nicht? Muss ich ehrlich die Dings anhaben? Okay, ich mach das mal eben an. Moment. Okay. Ich hätte jetzt tatsächlich schon genug Leder. Natürlich die Frage, was mir jetzt fehlt. Ich habe gerade das Problem, dass der mir das irgendwie nicht anzeigt. Und zwar nirgendwo. Warum nicht? Habe ich aus Versehen irgendeine Taste? Ah, nein! Déjà-vu! Okay, also Leder brauche ich auf jeden Fall nicht nochmal. Oh, das war eine rote. Eieiei.
Ja, geil, Leute. Ich würde sagen, so zum Abschluss der Folge war das doch schon ziemlich nice. Ich sollte das mitnehmen und mich verkrümeln, solange ich kann, würde ich sagen. Gift einer Boa, immer her damit. Und dann werde ich hier nochmal richtig viel absahnen können. Und das rohe Filet muss ich auf jeden Fall gleich braten. Ich vermute mal, es ist Holz, was mir fehlt. Lass uns mal kurz hier reinschleichen. Denn davon habe ich jetzt nämlich gar nichts im Inventar. Ja, es war Holz. Und dann reiten wir jetzt auf Red wieder zurück. Bevor hier nämlich noch irgendwas passiert. Oh yes, das ist doch ein schöner Abschluss für diese Folge. Dünn, dünn. Das war wahrscheinlich total langsam. Oh ja. Aber ist cool. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht und vor allen Dingen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ansonsten ein Däumchen wäre ein Träumchen und tschö mit Ö.